Montag, 23. Mai 2016. Knapp 8 Monate nach dem letzten Gemeindeausflug zur Burg Eltz hatte der Diakonieausschuss der Evangelischen Kirche zu einer Exkursion nach Saarburg geladen. Und weil ein Geburtstagskind mit an Bord war, gab es natürlich auch noch vor der Abfahrt ein Ständchen und das sogar im Kanon. 1,5 Stunden später konnte uns unser Saarburger Stadtführer manch einem vielleicht als Drehorgelmann von diversen Wittlicher Veranstaltungen bekannt, stolz und mit seinem eigentümlich trockenen Humor sein klein Venedig zeigen. Mit den engen Häuserzeilen, den kleinen Bachbrücken und natürlich dem Canale Grande. Gemeint ist die bereits im 13. Jahrhundert umgeleitete Loik. Leider habe allerdings der Gondoliere, so wurde uns versichert, ausgerechnet montags frei. Also nichts mit Schiffchen fahren. Na, dann halt die Höhen erklimmen und einen Blick auf und über die Saar werfen, anschließend zurück in Richtung Pfarrkirche. Die Kirche ist dem heiligen Laurentius gewidmet, dessen Statue überlebensgroß an der Nordseite platziert ist. Sein Erkennungsmerkmal, der Feuerrost, erinnerte allerdings eher an einen Kanaldeckel. Weiter ging's dann in Richtung am Museum, der ehemaligen kurfürstlichen Mühle mit dem bekannten 20 Meter hohen Wasserfall und den 3 hintereinander gestaffelten Mühlrädern der Hackenberger Mühle. Ein Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Schade nur, dass es etwas zu frisch war, als dass wir direkt am Wasser unseren Kaffee und den Saarburger Strudel hätten zu uns nehmen können. Nach dieser Verschnaufpause in geselliger Runde begaben wir uns zur ehemaligen Glockengießerei, die direkt am Fuß des Burgberges liegt. Von 1770 bis 2002 hat hier die Familie Mabillon in mehreren Generationen das traditionelle Handwerk des Glockengießens ausgeübt. Unsere Führerin, Frau Brammer, führte uns anschaulich vor Augen, wie kompliziert es ist, die benötigten Materialien ins jeweils optimale Mischungsverhältnis zu setzen und wie vieler zeitaufwendiger und akribisch auszuführender Arbeitsschritte es bedarf, bis eine Glocke dann auch mit den Worten im Namen Gottes gegossen werden kann. Dass wir alles so anschaulich miterleben konnten, haben wir dem vollständigen Erhalt des Industriedenkmals und seiner neuen Funktion als Museum zu verdanken. Und wir gehen jetzt gleich in die Lehmgrube und dann zeige ich Ihnen, erkläre ich Ihnen, wie der Lehm. Ja, kommen Sie nur rein in die warme Stube. Und diese Pferdeäpfel, die mussten auch eben von besonderer Zusammensetzung sein. Also, hier drin sind also auch Steine und auch diese. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere, der an diesem Nachmittag dabei war, noch einmal auf eigene Faust nach Saarburg fahren möchte, entweder um bei sommerlichen Temperaturen hautnah die Wassermassen des Loik über die Felskaskaden stürzen zu sehen oder um bei klirrender Kälte
und Einbrechen der Dunkelheit das Ganze in gefrorenem Zustand und durch entsprechende Beleuchtung in Szene gesetzt zu bestaunen. Bis dahin verbleibe ich, wie immer, Ihr Erwin Holl aus Wittlich.